Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill und Barbecue. Heute machen wir was ganz Cooles, und zwar machen wir heute Rippchen aus dem Beefer. Und das klingt sehr abstrus, funktioniert aber hervorragend. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Ja, neben unserem Beefer XL heißt der, glaube ich, ja, neben dem Beefer XL brauchen wir ja nicht viel. Ich habe hier ein paar schöne Rippchen, in dem Fall Memphis Cut Rips vom Iberico. Die habe ich mir bestellt an der Stelle mal bei Gourmetfleisch. Dann habe ich hier noch Rip Rip Hurra, also ein Barbecue-Rub, der mir zu Rippchen besonders gut schmeckt. Den könnt ihr nachwischen, kaufen oder ihr benutzt wie immer den Barbecue-Rub, zu dem ihr gerade Lust habt. Beim Kaufen zur Borders came out. Liegt an euch, macht da wie ihr wollt. Nachmischen kann man den bei www.klaus-grill.de, da gibt es übrigens das Originalrezept. Und dann habe ich hier noch so ein Küchentuch, ne, Frau? Ja. Ja. Und wie immer, wenn man grillt, scharfes Messer und ein Brett. Ziemlich geil, stehst du mitten in der Natur mit so einem Biefer. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Normalerweise wäre so ein Lagerfeuer, könnte man natürlich auch machen. Werden wir demnächst auch mal machen, ein paar Sachen am Feuer garen. Aber so ein bisschen Technik hat doch chemisch schadet. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Spielkind. Und Technik und gerade Grilltechnik begeistert mich. Was mich nicht begeistert, sind so Silberhäute, die abziehen. Aber das ist ein leidiges Thema, das muss man machen. Und zwar, ihr habt schon gesehen, mit dem Löffel runter, immer an der zweiten Rippe. Und dann kann man entweder von Hand abziehen oder wenn man nicht gegriffen kriegt, macht es Sinn, sich so ein Küchentuch zu nehmen und das abzureißen, soweit man kommt. Und wenn man hier halt nochmal ran muss, ja, könnt ihr euch denken, dann muss man da einfach nochmal ran. Und wenn die Rückseite so aussieht, dann ist sie im Prinzip schon fertig. Guck mal, manchmal hast du hier noch so ein paar fitzelige Lappen dran, die schneidest du weg. Und dann ist der zweite auch schon fertig. Zieh mal die Marmorierung an. Geil, wa? Normalerweise kommt der unvermeidliche Würzeinsatz an dieser Stelle, jetzt aber nicht, weil wir jetzt mit dem Beefer arbeiten. Und der Beefer wird jetzt von oben Energie in das Fleisch schieben. Und wenn wir jetzt Rub drauf haben, ist der Beefer hier relativ heiß. Und der würde uns den Rub verbrennen. Und das möchten wir nicht. Deshalb werden wir das erstmal garen und erst kurz vor knapp ein bisschen Rub drauf machen und den mit dem Beefer so ein bisschen den Zucker da drin ankaramellisieren. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Variante, als es so zu machen. Die Idee, das mit dem Beefer so zu machen, mit wenig Temperatur, also mit viel Temperatur, aber über lange Zeit, von oben anzugaren, ist so ein bisschen wie bei dem Asado-Grillen, wer das kennt. Also, wo praktisch ganze Schweine und große Stücken am Feuer nur durch die Strahlungshitze hier gegart werden. Und das wollen wir mit diesen Rippchen ganz genauso machen. Und da ist der Beefer halt in dem Moment gerade mal das Mittel der Wahl. Wenn meine Frau jetzt fragen würde, geht das auch mit dem Kugelgrill? Muss ich sagen, an dieser Stelle leider mal nein, weil wir brauchen voll die Hitze von oben oder von der Seite. Und Kugelgrill könntest du, nee, kannst du alle klemmen, kannst du die Drahtkonstruktion machen, aber an der Stelle leider mal nicht, sondern das ist jetzt so eine Oberhitze-Grill-Exclusive-Only, hätte ich jetzt fast gesagt. Und im Backofen? Darüber möchte ich nicht reden. Müsste mit einer Grillfunktion. Ja, nein, das geht nicht. Es geht nicht. Wir sind beim Grillen, Backofen, das machen wir nicht. Also so, geht's. Genau. Also jetzt legen wir hier rein. Mal die Knochen nach außen, das Fleisch in der Mitte, weil die draußen strahlt nicht so sehr hin und der Knochen muss ja nicht gar werden, sondern das Fleisch. So. Hab praktisch hier unten nur die Fettschale drin, oben drauf den Ablagerost und ihr seht die Höhenverstellung. Habe ich rausgenommen, dass wirklich die Hitze von oben runter strahlen kann. Und wenn der jetzt hier auf der Höhe schon wäre, dann wäre einfach viel zu dicht am Brenner dran. Das würde immer Puff machen, wir hätten eine Kruste drauf und innen drin ruht Fleisch. Und das wollen wir nicht deshalb ganz nach unten gehen, weil der Beef halt so viel Schub hat. Und jetzt werden wir die Brenner zünden. Drehen wir auf, drücken rein, Zündfunke kommt. Schub. Da sind sie. Normalerweise hat man die rot glühend um die Brenner, aber wir stellen sie auf die kleinste Stufe runter und dann lassen wir die mal schön 10 Minuten von der Seite Farbe ziehen. Ja, die ersten 10 Minuten sind oben und guck mal, wie schön das brutzelt und bratzelt. Geil. Das ist natürlich dieses Iberico-Fett, das steht natürlich richtig drauf und das ist so, als ob das Fleisch direkt von außen frittiert. Und könnt natürlich jetzt nicht von der Seite immer nur lassen, weil sonst wird es von der Seite einfach nur braun werden und innen drin nicht gar, sondern jetzt müssen wir das immer regelmäßig wenden. Das ist jetzt die erste Wendung und nehmt euch einfach zu jeder Wendung, die wir machen, mit dazu. Jetzt nochmal ist es hier schön blass und gleich werden die wieder schön knusprig. Ja, auch hier sind 10 Minuten rum und auch das blubbert und brutzelt schön. Und jetzt werden wir die wieder drehen. Allerdings werden wir sie jetzt immer so ein bisschen anders drehen. Und zwar hier vorne ist ja, kommt noch ein bisschen mehr Kälte ran, als da hinten ist. Und von daher drehen wir die jetzt auch immer von vorne nach hinten. Also eben mal so. Und zack. Einmal so lang.
und lassen die jetzt keine 10 Minuten, sondern werden diesen Wendeprozess jetzt alle 5 Minuten machen. Und die nächste Runde Drehung. Wer will noch mal, hat noch nicht. Die ist hier vor Rummel. Und auf die Seite wieder 5 Minuten. So, und jetzt drehe ich die wieder und jetzt wird langsam das Spiel deutlich, worauf das hier hinausläuft. Und zwar jetzt lassen wir die nicht mehr 10 und nicht 5, sondern, liebe Frau, 2,5. Genau, so läuft es nämlich. Wir machen nämlich die 2,5, drehen die wieder zweimal, also immer bei 2,5 Minuten. Dann machen wir Minute, dann machen wir ungefähr gleich. Und dann drehen wir die noch 3-4 Mal bei einer Minute und dann sind wir schon fast fertig. Die letzte Umdrehung hat es schon hinter sich und so sehen die aus. Mega. Dann verteilen wir jetzt praktisch bloß noch mal ein bisschen hier von unserem Rub. Wenn er so ein bisschen klumpt, ist es kein Fehler, sondern Feature, weil die sind ohne Rieselhilfe oder dergleichen. Das ist kein Problem, das drückt man ein bisschen auseinander und fest. Und wir haben jetzt schon schön das Fett hier oben drauf stehen. Und mega. Und jetzt kann der Rub noch mal immer ganz kurz anschmelzen hier oben drauf. Und dazu macht es auch keinen Sinn, den Brenner noch höher zu stellen, weil die Hitze, die wir da haben, reicht aus. Wichtig ist nur, dass wir das immer hier so gleichmäßig, ungleichmäßig verteilen. Das ist ganz schön heiß, wenn man das mit blanken Fingern anfasst, sag ich euch. Okay, heißes Fett aus dem Biefer. Wer erwartet das auch, dass das wehtun kann am Finger, wa? Rein, letzte Fahrt. Und hinten. War jetzt echt bloß ein paar Sekunden und ihr seht, der Rub hat sich mit dem Fett vollgesaugt. Hat sich ein bisschen groß gebildet, nicht so lange drin lassen, dass er verbrennt. Das wäre einfach schade drum. Ja, und im Prinzip sind wir jetzt schon mit unseren Beaver Ribs fertig. Und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt und ja, der hilft nichts. Wir müssen einfach mal einen Schnitt machen. Sieht gut aus. Scheint durchgegart zu sein. Ach, die Knochen sind brutal heiß. Also, ich muss sagen, ansprechendes Rippchen ist natürlich nichts außer Smoker. Und ja, die Barbecue-Puristen und die Barbecue-Fetischisten, wenn sie wieder alle aufregen und sagen, wie kann er denn nur machen? Und da muss man ihnen sagen, der ist ein Grillkanal hier und wir grillen gerne und wir haben Spaß dran. Und ich werde mir meinen Lebtag gar nicht von niemandem vorschreiben lassen, wie man zu grillen hat. Und ihr da draußen, die sich meine Filme vielleicht angucken oder andere Filme anschaut, kann ich nur den dringenden Rat geben, lasst euch nicht vorschreiben, wie ihr zu grillen habt. Guckt euch die Videos an, nehmt Ratschläge auf, wenn irgendjemand was sagt, aber macht euch euer eigenes Bild, probiert Dinge aus und haltet euch grundsätzlich nicht an Regeln. Ich mache das auch nicht und jeder, der meint, mich auf Regeln hinweisen zu müssen, kann das gerne tun. Ich höre aber nicht hin. So, jetzt kommen wir wieder zum angenehmen Teil und zwar zum Kosten. Ich finde, das muss mal gesagt werden, oder? Jeder muss das ja. Das Einzige, worauf mich hinweisen ist, ja, ist nicht so heißes Zeug, aber ja, Leute, ich habe Hunger und jeder muss den Job ja machen. Geil. Oftmals ist ja von knusprigen Rippchen die Rede, ne? Und oftmals sind Rippchen nicht knusprig, aber die sind, ich hört mal, der war drin, weißt du, hört mal den? Ein bisschen. Knusprig, geil. Guck mal. Sind relativ gut vom Knochen runtergegangen. Oder? Also muss ich auch sagen. Ist jetzt nicht voll auf dem Boden wie so ein verkochte 3-2-1 Rippchen, aber ich mag nicht super. Hier oben an den Knochen hast, müssen wir zum Knabbern. Und ich lege mich fest, ich hätte nicht gedacht, dass mit dem Biefer so geile Rippchen zu machen sind, aber die schönen fetten Iberikos da drauf. Und in Kombination mit dem Biefer eine coole Nummer und für den, der Rippchen gerne vom Knochen lutscht, für den ist das nichts. Für den, der auch mal gerne ein bisschen knabbert und natürlich Fleisch, also nicht sinnlos dran rumnagt, ist das durchaus eine Option. Und natürlich einen Biefer muss man dazu haben, das ist ganz klar. Wenn ihr einen Biefer nicht habt und das dadurch nicht machen könnt, ist nicht schlimm. Es gibt auch ein Leben ohne Biefer. Ansonsten gibt es beim nächsten Mal wieder ein Video, irgendwas schönes flach gegrillt oder so. Da freue ich mich schon drauf. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut.